Dietrich Mathe Schitz, Red Bull Boss, Vermögenszuwachs in der Krise, 8 Milliarden Euro. Michael Theuner, Investor, Vermögenszuwachs in der Krise, 1,43 Milliarden Euro. René Benko, Immobilien-Tycoon, Vermögenszuwachs in der Krise, 750 Millionen Euro. Trotz Corona-Krise, die fetten Jahre sind alles andere als vorbei, zumindest für sie, die Reichsten der Reichen, nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Doch warum betrifft ihr Reichtum die gesamte Bevölkerung? Das Problem dabei ist nicht, dass sie per se immer reicher werden, sondern das Problem ist, was sie dann für einen Beitrag an die Gesellschaft leisten. Wenn man jetzt die Steuern auf Vermögen anheben würde und dafür die Steuern auf Arbeit senken würde, dann hätten Leute mit niedrigerem Einkommen mehr Geld zur Verfügung. Und genau diese Leute geben das ja sofort auch wieder aus. Und wenn das viele Menschen machen, dann steigt die gesamtgesellschaftliche Nachfrage. Das heißt, auch die Wirtschaftsleistung steigt und das tut uns als Gesellschaft ja wieder allen gut. So denken nicht nur Ökonomen, sondern 36 Millionäre aus Deutschland und Österreich. Sie fordern in einer gemeinsamen Initiative namens Tax Me Now eine höhere Besteuerung von Millionenvermögen. Denn die Ungleichheit nehme seit Jahrzehnten zu. Gerade durch die Coronavirus-Krise leiden besonders Arme, während andere in der Krise noch reicher geworden sind. Damit auch die Mittelschicht nicht immer ärmer wird, muss sich etwas tun, so Verhaltensforscherin Katharina Gangl. Oft scheitert es auch daran, dass die Leute gar nicht so viel darüber wissen, wohin ihr Geld überhaupt geht. Und das erzeugt ein ungutes Gefühl, wenn man nicht weiß, was genau mit dem Geld passiert. In der Schweiz ist es so, dass man Steuern lokal einhebt. Und das bedeutet, man hat wirklich so das Gefühl, ich habe meine Steuern dem Bürgermeister bezahlt. Und wenn ich unzufrieden bin, dann kann ich direkt ins Gemeindeamt gehen und mich beschweren. Und das erzeugt natürlich sehr viel mehr Verbindung zum Steuersystem. Es ist nicht so anonym irgendwo weit weg, sondern direkt bei mir und ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle. Ein sogenannter Lastenausgleich muss her, so Experten. Eine Vermögenssteuer oder auch Millionärssteuer könnte bei der Krisenfinanzierung helfen, jedoch unter gewissen Auflagen. Wenn man einfach nur Millionärssteuer in den Raum wirft, ohne zu sagen, für was das Geld genau gebraucht wird oder wie es genau kontrolliert wird, dass es gut ausgegeben wird, das ist halt sehr unsexy. Eine Möglichkeit ist, dass man Steuern nur für einen bestimmten Zweck und über einen bestimmten Zeitraum begrenzt aufsetzt. Aus der Literatur wissen wir, dass solche Steuern höhere Akzeptanz genießen, als wenn man einfach eine generelle Steuererhöhung einführt. Mit Vermögenssteuern hätte man ein zusätzliches Steueraufkommen zur Verfügung, mit dem man dann unser Bildungssystem besser finanzieren könnte, unser Gesundheitssystem ausbauen könnte und mit dem man auch die Kosten der Krise besser bewältigen könnte. Wie können Steuerschlupflöcher der Superreichen geschlossen werden? Welche Form der Reichensteuer wäre fair und gerecht? Die Antworten auf diese Fragen werden in den nächsten Jahren wohl entscheidend sein. Denn so kann es nicht weitergehen.